Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier im Whisky-Club, ihr auf dem roten Sofa. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Whisky-Tasting. Jeden Sonntag möchte ich euch einen neuen Whisky vorstellen. Ja, und heute lasst euch mal nicht von der Karte da hinten täuschen. Heute geht die Reise nicht nach Schottland. Nein, sie geht nach Deutschland. Auch wenn die Flasche, die hier steht, vielleicht nicht unbedingt aussieht wie ein deutscher Whisky, sondern schon ein bisschen schottisch daherkommt, ist es doch ein urdeutscher Whisky. Die Rede ist von Glenelg, der Brennerei Glenelg und dem Whisky The Journey, die Reise. Glenelg, dahinter steckt eigentlich die Spirituosenmanufaktur Hammerschmiede im Harz. Ich habe mal ein bisschen drüber gelesen, ist eine ganz interessante Story, also das gibt es wohl schon seit dem Mittelalter dort und ja, Glenelg bedeutet so viel wie Tal des Elz, also es ist benannt nach dem Elzbach, der dort fließt im Harz und ja, seit einigen Jahren produziert diese Destillerie recht erfolgreich Whiskys. Sie haben auch einen Potstill, also richtige Potstill-Whiskys, diese bauchigen Brennblasen, nicht diese schlanken Säulenbrennblasen, wie man sie sonst so bei Obstlern und so kennt, sondern eine richtige Potstill. Ein Produktionsvolumen von 20.000 Liter pro Jahr, damit gehören sie schon zu den größten Whisky-Produzenten in Deutschland. 20.000 Liter, na gut, da können die Schotten nur drüber lächeln. Da fängt es eigentlich erst so ab 200.000, 300.000 Litern im Jahr an und solche großen Destillerien wie zum Beispiel Glenfarclas, die erreichen dann auch mal 3 Millionen Liter im Jahr. Ne? Also wir bewegen uns hier auf etwas kleinerem Terrain, 20.000 Liter. Aber letztlich ist es die Qualität, die entscheidet. Und ihr werdet euch vielleicht erinnern, vor einigen Wochen kam bei mir das Video über den Coolmore. Einen ebenfalls deutschen Whisky, der aus dem Bayerischen Wald kommt und der mich so ein bisschen hat jammern und schwadronieren lassen über deutsche Whiskys. Ja, Tatsache ist, ich habe bisher noch keinen wirklich überzeugenden, also alles persönlich, alles subjektiv, was ich hier von mir gebe. Ich rede nur von mir, keinen überzeugenden deutschen Whisky getrunken. Die waren mir bisher alle viel zu eichenlastig. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist, ob da irgendwie ein merkwürdiges Fassmanagement im Spiel ist oder ob da jungfräuliche Fässer permanent zum Einsatz gekommen sind. Ich habe ja selber so ein bisschen Erfahrung, was Fassreifung betrifft. Ihr erinnert euch, ich habe nur so ein kleines 2-Liter-Fässchen selbst befüllt. Und er konnte feststellen, wie schnell der Whisky dieses Eichenholzaroma annimmt, von der frischen Weißeiche. Das war, ich musste tatsächlich die erste Reifung wegtun, weil die waren nicht zu trinken. Erst die zweite und die dritte Reifung in diesem Fässchen waren dann trinkbar. Und dritte war, ich glaube, oder zweite war es sogar dann wirklich gut geworden. Ne? Aber die erste, einfach penetrantes Eichenholzaroma. Und das habe ich jetzt des Öfteren schon festgestellt. Umso neugieriger bin ich natürlich auf diese Destillerie, die mir schon von vielen von euch empfohlen wurde und so ein bisschen als ja, Vorzeigebeispiel für einen guten deutschen Whisky gilt. Und das werde ich jetzt testen. Also schnallt euch an. Ah, Moment, ich zeige euch erstmal die Flasche. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr schön gelungen. Das Flaschendesign erinnert mich stark an Springbank, allerdings mit dem Unterschied, dass Springbank nicht dieses tolle Siegel hier oben drauf hat. Auch das Label gefällt mir gut, man kann den Whisky sehen, er wird nicht vom Label verdeckt, das Glas ist hell, sodass man die Farbe des Whiskys auch erkennen kann. Ja, Gummistopfen, okay, also kein Naturkorken. Ich hatte in letzter Zeit auch schon ab und zu Probleme mit Naturkorken, die mir abgebrochen sind, die mürbe geworden sind. Und ja, da ich sowieso nicht davon ausgehe, dass der Whisky jetzt noch großartig in der Flasche nachreift, ist es eigentlich wurscht. Kann man auch einen Presskorken nehmen oder, wie in diesem Fall, einen Gummistopfen. Das Besondere an dem Journey, um den jetzt mal vorzustellen, ist, es ist
A, ein NAS-Whisky, also keine Altersangabe, Non-Age-Statement. Er wird mit guten, schönen 43 Volumenprozenten abgefüllt. Er ist nicht kältefiltriert, gefällt mir sehr, sehr gut und er ist nicht gefärbt. Also, Moment, ich muss jetzt mal ein Blättchen Papier holen. Was ihr hier seht, das ist die Naturfarbe. Woher kommt diese schöne Farbe? Nun, die rührt daher, dass dieser Whisky in fünf unterschiedlichen Fässern gereift ist. Fünf. Als da sind Sherry, Madeira, Malaga, Port, Marsala, nein, es sind sogar sechs. Und Rotwein. Sechs Fässer. Haha, ich glaube, damit hat er den Teeling Single Malt eingeholt. Ich glaube, der hatte nur fünf. Der Teeling übrigens, ihr werdet euch erinnern, ich war schwer begeistert von dem. Der erste irische Whisky, der mir richtig, richtig gut gefallen ist, in fünf Fässern. Der hier setzt noch einen drauf. Der hat sechs Fässer gesehen. Wow. Daher also auch diese wunderschöne Farbe. Und jetzt schauen wir mal, was der so auf der Nase kann. Um das vorweg zu sagen, ich spüre auch hier einen Fasseinfluss. Das Holz, die Eiche. Aber sie ist viel, viel milder und zurückhaltender und dezenter, als es noch bei dem Kohl Moor der Fall war. Oder bei allen anderen deutschen Whiskys, die ich bisher probiert habe. Ich war ja mal hier auf der Schwäbischen Alb auf dem Whisky Trail. Da haben wir unterschiedliche Destillerien besucht. Die alle krankten daran, dass sie viel zu eichenholzlastig waren. Du hast die Nase reingehalten und hast gedacht, du schnupperst in eine neue Schrankwand rein. Das ist bei dem nicht der Fall. Tatsächlich. Es ist da, vielleicht ist das ein ganz typisches deutsches Merkmal, ja, aber viel reduzierter. Und zwar so, dass ich es stehen lassen kann. Es stört mich nicht. Es ist angenehm. Und ich kann jetzt auch inzwischen dahinter schnuppern. Ich rieche, was da noch so drin ist. Die Eiche überlagert die Aromen nicht. Und was ich rieche, gefällt mir gut. Schöne Malznote, Karamellnote, ganz klar. Vanille, Toffee, so das Übliche, was man ja so aus Whiskys kennt. Und dann kommen aber feine, leichte, ölige Rosinennoten. Und so etwas, das mich ein bisschen an frischen Teig erinnert. An die leichte Hefe, die man vielleicht in so einem Teig riecht. Wobei es eher ein süßer Teig ist. Eher so ein Keksteig oder sowas. Oder ein frischer, heller Kuchenteig. Schön komplex, alles schön eingewoben, verbunden miteinander. Also diese sechs Fässer harmonieren gut. Ja, der macht richtig Lust auf mehr. Das ist zumindest von der Nase her bisher der beste deutsche Whisky, den ich probiert oder verriechen durfte. Sehr, sehr schön. Probieren wir mal. Gut ist er. Sehr gut. Mild, trotz seiner 43%, mild, ausgewogen, gut durchstrukturiert, hat eine sehr, sehr schöne Balance zwischen Süße und Säure. Rosinen, Früchtekuchen, diese karamellige Süße auch ein bisschen und dann jede Menge Früchte und Gewürze. Schwer zu sagen, was das für Gewürze sind, weil der so komplex mit verwoben ist, dass man da jetzt Probleme hat, einzelne Komponenten wirklich gezielt herauszuschmecken. Das ist übrigens ein Phänomen, was mir sonst nur bei alten Whiskys passiert, aber in diesem Fall ist es auch bei einem jungen Whisky so. Ich gehe mal davon aus, dass er jung ist.
Er hat keine metallische Jugend, das nicht. Nein, nein, nein. Aber dadurch, dass er keine Altersangabe drauf hat, muss ich einfach davon ausgehen, dass da auch ein paar jüngere Bestandteile mit dabei sind. Ich weiß nicht, wie das Gesetz in Deutschland ist. In Schottland ist es ganz rigoros. Das Alter, das draufsteht, muss dem jüngsten enthaltenen Whisky entsprechen. Das heißt also, wenn du eine Komposition aus verschiedenen Whiskys hast, bei dem vielleicht einer sogar 25 oder 30 Jahre alt ist, und da ist auch ein kleiner Anteil von 8-jährigem Whisky dabei, dann darfst du nur 8 Jahre auf die Flasche draufschreiben. So rigoros sind die in Schottland. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland ähnlich gehandelt wird. Deswegen haben die hier kein Alter draufgeschrieben. Aber ich würde mal behaupten, dass keiner dieser enthaltenen Whiskys viel jünger als 8 Jahre ist. Der hat nicht dieses Metallische. Stattdessen wirklich Frucht, Aroma, eine gewisse Gesetztheit, ein gewisses Alter kann der schon vorweisen. Oh, der schmeckt einfach toll. Richtig, richtig gut. Das ist ohne Übertreibung der beste deutsche Whisky, den ich bisher verkostet habe. Jawohl, so sieht's aus. Super. Das Finish ist übrigens gar nicht mal so kurz. Mittellang bis lang und endet nicht so sehr auf einer trockenen Note, sondern auf einer schönen, angenehmen, süßlichen Mandarinennote. Ein ganz eigener, gut gemachter, schöner Whisky. Jawohl. Glenelg habt ihr gut gemacht. Hat mich überzeugt. Dementsprechend wird auch meine Wertung ausfallen. Ach, weil ich jetzt so begeistert bin, einen deutschen Whisky gefunden zu haben, den ich mir jederzeit ins Regal stellen würde, kriegt der von mir 90 von 100 Punkten. Tolles Ding. Richtig gut. Ich freue mich jetzt noch wirklich, den Tropfen in aller Ruhe zu genießen. Übrigens von dieser Eiche, die ich in der Nase hatte am Anfang, ist auf der Zunge gar nichts mehr zu spüren. Das ist ja ganz anders als zum Beispiel bei dem Quai Mor, wenn man hinterher das Gefühl hatte, man würde auf einer Spanplatte rumknabbern oder so. Überhaupt nicht. Also die Eiche ist tatsächlich nur in der Nase am Anfang, vordergründig, und dann verblasst sie relativ schnell und am Gaumen spüre ich davon nichts mehr. Super gemacht. Toll. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Das hat euch ein bisschen weitergebracht. Preislich ist der übrigens für das, was ich jetzt geschmeckt habe, absolut akzeptabel. 50 Euro kann man bedenkenlos bezahlen dafür. Und bekommt einen erstklassigen deutschen Whisky. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.